Es ist jetzt die Industriezone. Mindestens zwei Hauptbahnhöfe, mindestens eine. Hier. Nach hier. Aber lieber darüber. Schade, dass man das nicht irgendwie. Aber das kommt wahrscheinlich gleich noch. Dann fahren wir hier hin. Hauptbahnhof, was sind jetzt 6 Haltestellen? Rechts, dann auf der rechten Seite. Rechte Seite, rechte Seite, rechte Seite. Und dort. Hauptbahnhof haben wir eine und die anderen haben auch mindestens zwei mit maximal 9 Haltestellen. Wir haben 6, das passt. Speichern. Strecke 8. Angepinnt haben wir sie, dann fahren wir sie und hoffen wir mal, dass wir die auch perfekt fahren. Da bekommen wir jetzt 12.000. Hier erwarten wir einen Gewinn von 21.000, 16.000, 15.000. Kann das vielleicht sein, dass bei Lehrlingen der erwartete Gewinn geringer ist? Das heißt, wir sollten wirklich auch immer auf die Profis gehen. Okay, Notiz an mich, beim nächsten Mal so machen. Aber wir machen erstmal die Fahrt vom vom Zentrallager, Hafenzentrallager zum Bahnhof. Fahrt startete an Bushaltestelle, an Busgarage. Ups, und rein da. Aus und aus und aus. Perfekt. Dann wollen wir mal rein. Das möchte ich an und das aus haben. Das möchte ich anhaben. Dann vorwärts, Parkbremse lösen, alles schließen und Abfahrt zum Hafenzentrallager. Und plötzlich sind da wieder Autos. Ich habe die Strecke falsch bedacht, aber immerhin, ups, nah dran. Weil wir müssen dann wahrscheinlich noch gar nicht los, ne? Okay, wir müssen noch nicht abbiegen. Das ist prinzipiell erst die nächste. Ah, oh Gott, gut, dass wir Zeit haben, da hinzukommen. Hinzufahren erstmal. Gehen wir doch schon rechts ab, ich weiß es nicht. Es ist Vorwahl hier, wir biegen schon mal rechts ab. Da gehen wir rüber. Nee. So ist es mir auch am liebsten. Nächste rechts rum. Hier sind wir auf der Vorfahrtsstraße. Wunderbar. Und jetzt eigentlich nur geradeaus zum Zentrallager. Hoppala. Haben die eigentlich einen Stadion oder sowas gehabt? Nee. Mit den Leuchtdingern.
Strahlern sah das ein bisschen so aus. Verdammt. Das geht ja gut los. Immerhin nur minus 200. Was aber auch, glaube ich, gar nicht auf, die Strecke bezogen ist, sondern auf die wöchentlichen Einnahmen, oder? Eine Fahrkarte bitte. Ja, werden wir sehen. Danke. Bitte. Will keiner mehr rein? Hier. Oh, Augenblick. Oh nein. Oh, wow. Augenblick. Erwischt. Ah, hinter uns ist noch ein anderer Bus. Ah. Deswegen waren da noch mehr Menschen. Ich habe mich schon gewundert. Hey du. Das waren es halt nur 200 Euro, das geht ja noch. Na, mal schauen, wie wir gleich so wirklich das Endergebnis ist. Wir werden es ja sowieso alle irgendwann nochmal fahren. Oh Mist, ich habe vergessen, fürs Abendessen einzukaufen. Naja, dann gibt's eben Pizza. So, das wird alle Strecken mit Feiertags-Event haben, gefahren sind. Ich hab so einen Hunger. Dass da immer so viel los ist, ey. Eieiei. Oh, ich fahr noch durch. Ich kann das. Ich darf das. Ich hab's eilig. Eine Fahrkarte bitte. Eine einzelne Fahrkarte. Eieieiei. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Eine Wochenfahrkarte. Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Zuckerfabrik, okay. Wir sehen aber da vorne einen Stau. Oh, ist ein Spur. Never mind, deswegen haben wir einen Stau. Okay. Ungünstig. Vielleicht will ich mal rübergehen. Deswegen quetschen wir das einfach mal mit dazu. Warum? Weil wir es können und weil. Ja. Ich gehe mit dem Haufen fahren wollte. Hä? Kann man immer hier noch irgendwie zu Forsten anzuhalten? Eine Litzka. Okay, das war jetzt ja nicht so die feine Endenglische. Aber gut. Das war ein bisschen ungünstig.
halten, meine Chance. For a brighter future. Alles gut, gesehen, da kommt keiner. Nächster Halt, Zuckerfabrik. Willst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Alles geplant gewesen. Ah, das klingt ziemlich gut, aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch einmal nachdenken zum Kasse. Das die, dass da jetzt nichts gesagt hat, ne? Danke. Bitte. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Bildhock, Standard, Docken. Nächster Halt. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Ja, ich auch nicht. Ich bin empört. Aber selbstverständlich. Danke. Warte. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Hoppala. Ja, das sind solche Strecken, wo man eigentlich nie pünktlich ist. Oh, das hat sie gemeint. Hä? Haben wir eigentlich keine Dings? Kann man so machen. Da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Oh. Hoppala. Hier wollte ich hingucken. Eigentlich wollte ich nur gucken, ob jemand kommt, aber das hat mich jetzt gerade das Verkehrsgucken und mir jetzt ein bisschen aus der Bahn geworfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber schön, dass die Lichtlupe machen. Was stinkt denn hier so? Entschuldigung, hab gepupst. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Sieh mal hinein, wer da ist. Zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das noch irgendwer? Es ist Zeit. Zeit aufzuholen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Natürlich.
Danke. Warte. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Warte. Sorry, ich habe ganz vergessen auszuschalten. Gottes Willen. Minuten haben wir Zeit. Das wird, das schafft man nicht. Was zum Geier ist das für ein Geräusch? Hört das von irgendwer? Die biegen ab, aber sie blinken halt. Ich höre mal, sie nicht zu blinken. Meine Güte. Mit tierisch auf den Geist. Ah, Gott. Warte, haben wir noch? Das wird eng. Das wird verdammt eng. Ich glaube nicht, dass wir es rechtzeitig schaffen. Glaube ich, ein Personenzug, ne? Oder war es ein Güterzug? Weil es ein Güterzug war, dann Blitzer, dann schade, weil der war ja wirklich nicht lang. Ich muss mal gucken, ob es in den Konflikt irgendwie das einzustellen gibt. Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Heilige Scheiße. Ist das überhaupt der richtige Bus? Hab ich mich verjagt. So close. Puh, Alter. Ich bin mal gespannt, wir haben gerade irgendwo... Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen. Klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch da buchen. Wo war ich? Ja, ich bin mal gespannt, wie viel wir jetzt irgendwie verdienen. Ob wir immer noch bei den... Nächster Halt, Hauptbahnhof. Ja, inwiefern sich die 82.000 geändert haben. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Tagesfahrkarte. Was zum... Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte. Danke. Bitte. Eine Zeit muss los. Nächster Halt, Kornstraße, Landwirtschaftszentrum. 5 Minuten haben wir Zeit, sehr schön. Sehr schön. Ich bin mal gespannt, was das jetzt für eine Drückfahrt ist. Wo wir da langfahren. Ist frei, sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Er will nicht. Er will abwägen, dann können wir... Oh. Kommt jemand? Kommt niemand? Perfekt fahren. Haben wir jetzt gerade vom Kanal nicht aufgepasst? Schaffen wir das noch? Diesmal fahren wir sogar die dritte Ausfahrt, nicht die zweite. Sehr schön, das heißt, wir fahren eine neue.
die wir noch nie gefahren sind. Wunderbar. Immer mal wieder was Neues. Sehr schön. Gehst du Freitag ins alte Sägewerk? Nein, tut mir leid. Es wäre geil, wenn wir jetzt zweimal Barmbrankerlich haben, wenn das so ein Dreieck-Gedöns ist. Wäre nice, würde ich cool finden. Was stinkt denn hier so? Ich weiß nicht. Das liegt daran, wir sind auf dem Land. Und das stinkt nicht, das duftet. Das duftet nach Land. Okay, Unterführung. Oh Gott. Ja, Brücken. Halt. Passen wir da durch? Ja, ne? Ja. Ups. Schade. Da hinten ist gleich auch wieder eine Brücke. Eine Überführung. Oder in unserem Fall eine Unterführung, je nachdem, wie man sieht. Das heißt, wir fahren jetzt von hier rechts hoch. Oh. Wieder hier am Schwanken, bis es zum Umfallen. Oh. Perfekt. Und endlich hier pünktlich mal angekommen. Mehrere Fahrkarten. Oh, mehrere Fahrkarten. Danke. Bitte. Dann schauen wir mal. Klar. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Was? Ach. Klar. So lange fährt er schon mit rum. Boah. Wo hab ich denn? Hier bitte. Hier. Wo hab ich. Was? Ach so. Augenblick. Wo? Klar. Na klar. Hier. Den bitte. Müll. Müll. Nächster Halt zum Heuschober. Auf zum nächsten. Auf zum Heuschober, das sind wir auch pünktlich, perfekt. Oh. Fast verpasst. Man könnte aber meinen, es wäre alles geplant gewesen. Genau pünktlich. Genau pünktlich. So sieht's aus. Oh, tschüss. Jemand hat was vergessen. Ach nö. Oh, da. Ein fliegendes Handy. Hier, ihr fliegendes Handy. Danke. Danke. Bitte. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Einige Fahrkarten.
Nächster Halt, Zuckerfabrik. Wunderbar. Zuckerfabrik auf dieser Seite war ich, glaube ich, noch, habe ich noch nie gehalten, glaube ich. Zuckerfabrik. Kann mich aber auch täuschen. Und gleich geht's zurück zum Industriegebiet. Oh, das war schon. Das war's ja schon. Da schlängst du rüber, Mensch. Gib Gummi. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Mal. Der da vorne ist nicht gefahren, der. Das wäre übel gewesen, hätte ich ja sogar durchgepasst. Diesen Burrito nicht essen sollen. Eieiei, halten Sie durch. Hier wird nicht gekotzt. Nicht in meinem Wagen. Nicht in meinem Bus. Ohne mich. Gestern sind wir an einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Na, das muss am Burrito liegen. Gelegen haben. Ich glaube, ich werde krank. Und da ist wieder einer unserer Busse. Nächster Halt, Bootsbauergasse. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte? Nein. Danke. Bitte. Ab zur Endstation. Ich habe Stefan schon ewig nicht gesehen. Ist er immer noch krank? Zentrallager. Endstation. Bitte alle aussteigen. Manchmal fühle ich mich, als wäre ich in einem Spiel. Völlig ernsthaft. Was ist denn das? Ach, immer ein Meter oder was? Wenn ich hupe. Zum Glück ist bald Sonntag. Was stinkt denn hier so? Tut mir leid, ich mach's leiser. Danke. Das ist unser Kollege, der nicht fährt. Ist das ein Ernst? Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen abgelenkt. Ich überhole jetzt gleich, ohne Witz. G-
geht doch endlich. Meine Güte. War da jetzt das Problem? Warum der wird geradeaus? Der ist geradeaus. Ein Witz. Ist sein Ernst? Sein Witz, genau. Das ist ein Witz. Straße, liebe. Oh. Ei, ei, es geht weiter. Oder auch nicht. Der will doch auch nur geradeaus, oder nicht? Danke. Nee, rechts abbiegen, ohne blinken, läuft. Da kurz vorlassen. Oh. Boah, ernsthaft, das ist eine krasse Verspätung. Nur wegen so einer. Beschissenen Kreuzung. Was ist denn hier los gerade? Hier nehmen wir halt liegen lassen, dann fahren wir nochmal fix zur Halte Dingsbums da. Zur Garage meine ich natürlich. War jetzt nur eine $200 Strafe fürs zu schnell fahren, weil ich vergessen habe, den Tempomat einzuschalten. Von daher können wir noch eine Tour machen. Da jemand doch im Müll hinterlassen, ernsthaft? Plötzlich ist hier Müll drin, alles klar. Dann nochmal fix durch. Weil. Puh. Na komm, eine Tour machen wir nicht noch. Ein Blinker. Wow. Bevor ich über den Haufen fahre, obwohl es gar nicht mehr da ist. So eine Straße kommt es einfach nicht rüber, einfach weil sie so. Okay, never mind, wir fahren die Strecke nochmal. Beende den Scheiß mal so. Meine Güte. Okay, immer sowieso machen müssen wir den Schaf, klar, gut. Na, immerhin 25.000, das ist natürlich auch nicht schlecht, ne?
Wir haben es bekommen, 115.000 für die Woche.